Willkommen zu einem neuen Part von Zelda The Wind Waker. Ja, wir haben uns im letzten Part die doppelte Magieleiste geholt und das nicht ohne Grund, denn hier stehen wir an einem Flugplatz. Ja, jetzt gibt es eine Sicht darauf. Schön, da hinten sind zwei Stäbe zu erkennen, die wohl ein Zieltor markieren. Oder darstellen. Ja, hier bist du richtig, wenn du dich den Herausforderungen der Lüfte stellen willst. Willkommen beim Vogelmann-Wettstreit. Mit welchen Mitteln und Hilfsmitteln du fliegst, interessiert uns nicht. Hauptsache, du fliegst. Ja, wenn die Helden von Zykeltorf Mana mit ihrer Kanone kommen, dann hast du aber ein Problem mit der Weite. Da kommst du längst nicht hinterher. Uns interessiert nur, wie weit du es durch die Lüfte schaffst, bevor du ins Meer plumpst. Die Stelle der bisherigen Bestmarke, die der legendäre Champion aufgestellt hat, haben wir mit einem Zieltor markiert. Sollte es dir tatsächlich gelingen, dieses zu durchfliegen, darfst du dich als der neue Champion betiteln. Die Teilnahmegebühr beträgt erschwingliche 10 Rubine. Natürlich, das ist ja nichts. Wundervoll, dann klettere bitte diese Leiter hier nach oben, wo mein Ruder bereits wartet. Ach übrigens, an deinem Rücken kann ich weder Flügel noch irgendwas sonst Flugunterstützendes erkennen. Aber sicherlich hast du irgendein geniales Hilfsmittel, das es dir ermöglicht zu fliegen. Ich erwarte deinen Versuch wirklich mit allergrößter Spannung. Das ist toll. Schön, dann werden wir jetzt nochmal mit dem Bruder reden. Ja. Sei mir gegrüßt, ehrbarer Herausforderer. Siehst du das Zieltor dort hinten in der Ferne? Es markiert den Rekordflug des großartigen Champions. Ja, du kannst doch einfach sagen, mein Rekordflug. Wer ihn schlagen will, muss es durchfliegen. Mhm, schön. Toll. Das werden wir natürlich versuchen, und zwar indem wir ungefähr jetzt abspringen. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, dann ist das äußerst ungünstig. Dann müssten wir das Ganze noch einmal machen. Ich hoffe nicht, dass es passieren wird. Aha. Okay, wir sind relativ hoch, aber wir haben einen starken Schlenker gemacht. Eieieiei, das könnte sehr, sehr knapp werden. Arg knapp, um genau zu sein. Wenn die Magie reicht, ich hoffe es. Und wenn nicht, dann hätte ich ein Problem. Ein großes Problem, ein großes Problem, ein sehr, sehr großes Problem. Aber es reicht nicht, es reicht. Was tut es? Hallo? Reicht es? Reicht es? Es reicht! Im Ziel! Herzlichen Glückwunsch! Deine Flugweite betrug soeben unglaubliche 260 Meter. Wirklich inspirierend, solch überragende Flugfertigkeiten demonstriert zu bekommen. Puh, ha, endlich. Damit hast du meisterhaft den Rekord meines Bruders gebrochen. Du hättest wirklich das Zeug dazu, ein vorbildlicher Orni zu werden. Der Ex-Champion oben stimmt mir da völlig zu. Jedenfalls steht dir als neuem Champion des Vogelmann-Wettstreits erstmal ein großartiger Preis zu. Ja, das sehen wir sehr gerne. Ein Herzteil, zwei dahin, noch zwei im Sinn. Also, finde noch zwei, dann erhöht sich deine Energie um eins. Wenn dir wieder mal der Sinn nach Fliegen steht, beehre uns doch bitte jederzeit wieder. Ja, das werden wir aber kein zweites Mal tun. Im Leben nicht. Ja, wenn wir nochmal fliegen würden und gewinnen, dann würden wir lediglich 50 Rubine kriegen. Voraussetzung ist natürlich, dass wir sofort gewinnen, sonst haben wir noch einen... Wir haben ja sowieso einen Gewinn von 40. Und wenn wir dann noch einmal verlieren von 30 und wenn wir 5 mal verlieren, dann ist es schon umsonst. Hö. Toll. Gut, die letzten 4 oder 5 Parts, ich habe schon ziemlich den Überblick darüber verloren, waren ja sehr zusammengeschnitten aus mehreren Ereignissen, die ich im Spiel abgefrühstückt habe. Das ist in diesem Part auch noch so, denn wir sehen uns das nächste Mal... ich muss kurz überlegen. Ja, ich habe eine Idee, wo wir uns wiedersehen. Okay, dann lasst euch überraschen, wo es hingeht. Es dauert für euch ja sowieso nur wieder eine Sekunde. Dann bis gleich. Und da hinten seht ihr schon das nächste Ziel. Ja, es geht mit der Hauptquest weiter. Schön, oder? Ja, endlich. Die letzten Parts waren ja sehr zusammengeschnitten, aber... Naja. Ich habe ja auch gezeigt, immer, wo es alles zu holen gibt. Und deshalb, jetzt machen wir mal mit der Hauptstory weiter. Na, anhalten. Schön. Eine seichte Kurve fahren. Gibt es eine seichte Kurve? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. So. Schön. Oh, wir kriegen mal wieder ein bisschen Magie dazu. Toll. Ja, 10 Tonnen Klotz mal wieder. Ich glaube, in echt wird er noch mehr wiegen, aber egal. Ja, und hier sehen wir eine Melodie. Unten, unten, nichts, rechts, links, nichts.
Unser erster Sechsertakt, ja. Nein! Du hast die Hymne des Terragottes erlernt. Ja, persönlich muss ich auch sagen, ist das meine Lieblingssonate schlechthin. Die mag ich total. Ja, Link guckt irgendwie verwundert. Vom Masterschwert Auserwählter. Mein Name ist Lard. Ich bin der Weise vom Volk der Zora, der seit langer Zeit hier diesen Terra-Tempel seine Gebete darbringt, um dem Masterschwert die Stärke zu verleihen, das Böse vom Antlitz der Welt zu verbannen. Tragischerweise hat das Masterschwert, das du mit dir führst, durch die Intrige Gennendorfs diese Stärke bereits verloren. Als Gennendorf, der vom Helden der Zeit niedergerungen wurde, erneut in Hyrule zu Leben erwachte, griff er diesen Tempel an und nahm mir das meine, auf das die Stärke des Masterschwertes finden würde. Und dem Schwert nun wieder zu seiner alten Stärke zu weifen, bedarf es eines Weisen, der anstelle meiner in diesem Tempel hier seine Gebete darbringt. Eines Weisen, der meine Blutsnachfolge antritt und der dieses heilige Instrument zu spielen vermag. Zeitalter vergehen, Generationen lösen sich ab, aber das Schicksal wird durch das Blut weiterhin überliefert und fließt noch immer durch jemandes Adern. Das Lied, das du gerade angestimmt hast, wird von dieser Person wieder das Lied in Erinnerung rufen, das dem Gott dieses Tempels darzubringen ist. Ja, Link guckt irgendwie erschrocken, finde ich. Und es wird auch wieder seine Bestimmung als Weise ins Gedächtnis rufen. Diese Tür lässt sich nur durch das Lied des Weisen öffnen. Meine besten Wünsche begleiten dich. Ja, erinnert ihr euch noch, als ich sagte, dass es in Draconia, genau, so hieß die Insel, eine seltsame Hafenmelodie gäbe? Ja, sie trug eine Harfe. Und da hörten wir eine Harfe. Passt das zusammen? Ich denke schon. Also werden wir uns auf nach Draconia machen. Ich vergesse immer wieder, wie die Insel heißt. Da, 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 da. Und wir wollen nach Draconia. Genau. Schön, schön. Und Link wird wieder einen großen Wirbel heraufgetragen. Und auch wieder herunter. Wie auch immer er das übersteht. So. Ja, hier hören wir sie schon. Die Harfe. Okay. Ja, hier waren wir schon mal vor etwas längerer Zeit. So lange ist noch nicht her, aber doch schon eine kleinere Zeit. Ja. Okay. Gehen wir mal wieder hier hoch. Den altbekannten Weg. Hier rum und dann nochmal rum. Ja, du kannst auch springen, Link. Wie es dir beliebt. Und dann an diesen Felsen rauf. An die Wand anpressen. Na, anpressen. Gut. Und hier durch. Schön. Ja, es ist auch irgendwie richtungsbestimmt, wie man an der Wand sich anpresst. Wenn man die Sicht frontal zu Link hätte, dann müsste es rechts sein. Ich habe jetzt oben, also W, so steuere ich mit WSAD, um Link darüber pressen zu lassen. Und ja, darüber pressen zu lassen. Das rede ich mit Scheiß. Aber seid ihr gewöhnt, deswegen. Egal. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Sind hier Rubine drin? Ich möchte nämlich... Na, bloß nicht. Oh, Link, weh, du wärst ja runtergesprungen. Hättest du einen Arsch versohlt gekriegt, kleines Kind. Schön. Er hat sein Schwert wieder eingesteckt. Aber naja, die sind ja auch alle friedlich hier. Alles toll. Und jetzt muss ich nur noch wissen... Moment, sagt er uns noch was? Der steht da so komisch. Oh Link, lass mich dir von ganzem Herzen meinen Dank aussprechen. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Auch mein Sohn Komori hat nun endlich den nötigen Mut gefunden. All das haben wir nur dir zu verdanken. Danke, Link. Sag mal,
Sag mir, machst du auch Gebrauch von unseren Briefkästen? Du musst wissen, wir haben sofort, nachdem du unsere Insel verlassen hast, beschlossen, an dich gerichtete Brief- oder Postsendung umgehend zu einem Briefkasten in deiner Nähe zuzustellen. Solltest du also eine neue Insel erreichen und der Briefkasten dort zappelt ungeduldig herum, wirf bitte schnell einen Blick hinein. Alles in Ordnung. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo ist Medoli? Ich glaube, hier. Ich vermute es. Das sieht sehr richtig aus. Moment. Ja, nee, nicht ganz so. Aber wozu haben wir ein Dekoblatt? Wenn das nicht reicht, dann lache ich mich kaputt. Oh, nein, nein, nein. Link. Fuck. Ich habe die Windrichtung nicht bedacht. Oh Gott. Nein. Das war blöd. Na gut. Fail. Wofür brauchen wir schon Magie? Ist völlig unnötig und überbewertet. Ja. Wo war sie noch gleich? Moment. Hä? Wo waren die? Hier? Irgendwie bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Hier vielleicht? Oh, es laggt. Warum? Nein, nee, nee, das ist ja hier. Hä? Ja, aber... leichte Verwirrung, mal wieder. Oh, da sind übrigens diese Goldfedern, glaube ich. Ja, wo geht's jetzt bitte lang? Ja, da ist wieder unser Lehrling. Was, du kannst dein Schild nicht ziehen? Link! Ach Gott. Seit wann bist du Pazifist? Naja, gut. Ja, wo ist jetzt bitte der Eingang? Irgendwie verwundert mich das. Wo sind wir reingekommen? Hier. Also gehen wir mal da. Aber nein, das kann nicht sein. Verdammt. Ja, aber das geht doch gar nicht. Warum? Ich verstehe es nicht. Echt? Oder ist da irgendwie der Greifer? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da so rübergekommen bin. Ich glaube auch mit Dekoblatt, aber da war ich schlauer. Hä? Ich weiß echt nicht mehr. Okay, das ist eigenartig. Höchst eigenartig. Ja, okay. Moment. Ja, ich habe jetzt gerade irgendwie völlig den Überblick verloren. Irgendwie, das kann doch nicht sein. Wo ist das denn bitte? Das ist doch echt nicht zu glauben. Hier. Ja, da steht sie. Aber wie kommen wir denn bitte darüber? Was ist das? Das verstehe ich nicht. Zufällig Magie oder so? Ach. Ach nö. Schaut mal an. Oh, welch ein Wunder. Jetzt bin ich aber mal schlauer. Oh, dumm. Wie lange sind wir jetzt herumgerannt? Nur 5 Minuten oder so, glaube ich. Ja, nach Westenmitte. Oh Gott, das ist ja so blöd. Naja, okay. Ach! Was? Link! Tut, was immer ihr wollt. Steinigt mich, kreuzigt mich. Warum? Warum? Warum versuche ich mit dem Taktstock zu fliegen und warum beachte ich vorher nicht die Windrichtung und finde keine Magie? Das ist dumm. Gott. Ja, jetzt wäre der Vogel abgeschossen, wenn ich jetzt nochmal falsch gegangen wäre. Ja, toll. Immerhin, jetzt habe ich volle Magie. Aber wehe, die Windrichtung stimmt nicht mehr. Hier kann sie ja nur... Ich weiß gar nicht, ob die sich irgendwann ändern würde. Ja, das reicht doch locker. Oh Gott. Ja, hat nur 5 Minuten gedauert. Kein Problem. Wir haben ja Zeit. Nicht wahr? So. Da steht sie, Medoli. Link, du bist also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen, aber jetzt, wo ich dich Angesicht zu Angesicht sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar allein zurecht, verdammt.
Und wenn er etwas erzählt, dann geht es aber immer um dich, Link. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu seinem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Gut, ich sollte fleißig weiterüben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigen Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Ja, nehmen wir mal gleich unseren Taktstock. Aber das ist ja ein Taktstock. Wirst du mich etwa dirigieren, Link? Ich hoffe, ich werde dich nicht enttäuschen. Ja. Wunderbar. Schön. Es geht weiter. Wirklich ein eigenartiges Lied, so merkwürdig es klingen mag, aber es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es erinnert mich an irgendwas, an etwas, das ich tief in mir vergessen zu haben schien. Ach, scheiß was aufs Telefon. Sie ist umgekippt. Ja, das hört man bestimmt super in der Aufnahme. Ja, Medulli guckt irgendwie ein bisschen verträumt. Und man sieht eine Zora-Königin. Oder die alte Weise. Aber irgendwie erinnert mich dieses Lied auch an etwas. Das Triforce beginnt zu leuchten. Die Weise verschwindet und da ist das Masterschwert. Meiner Meinung nach ist das Masterschwert in Wind Waker ein bisschen zu kurz und zu dick. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Brotmesser. Aber naja. Man will ja nicht das Schwert schlecht reden. Die Stimme der Weisen. Ich habe sie gerade im Geiste gehört. Sie sagte mir, was ich von nun an zu tun habe. Ja, ich weiß nicht, irgendwie an irgendetwas erinnert mich das. Dieses Lied auch, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Link, dank dir bin ich meiner Bestimmung als Weise des Terra-Tempels bewusst geworden. Ich glaube, in irgendeinem früheren Zelda-Teil kommt die vor. Also bin ich doch zu etwas dienlich. Nur, aber ist wertlos. Das ist eine völlig wertlose Maid. Meine Lehrmeisterin hat bestimmt davon gewusst. Waren das jetzt Tränen? Ich glaube. Link, bitte geleite mich zum Terra-Tempel. So, alles klar. Wir müssen schnell das Masterschwert wieder zu seiner alten Stärke erwachen lassen. Das Böse vom Antlitz der Welt verbannen. Alles klar. Ja, da kommt Komori. Irgendwie bewegt er sich gar nicht fort. Das kann man jetzt... Das sah jetzt zweideutig aus. Lass uns augenblicklich heimlich aufbrechen. Es wären die beiden Paar. Ich möchte, dass er mich einfach als die Maid Medulli in Erinnerung behält. Na. Irgendwie weg. Keine Ahnung. Anscheinend hat sie uns getragen. Ah, okay, wir sitzen schon im Boot. Das ist nice. Okay, Moment, das Masterschwert hängt Link aber ziemlich im Gesicht. Naja, okay. Von hier aus machen wir uns natürlich wieder auf zu der Terra-Insel. Ja, jetzt wo ich mein Gott, was red ich hier? Jetzt wo ich das Spiel wieder eine Zeit lang spiele, weiß ich auch wieder die ganzen Melodien auswendig. Schön. Sind wir hier? Okay.
Okay, ich glaube, es geht da in die falsche Richtung. Ja, geht es in der Tat. Ja, es geht nämlich genau in die andere, nämlich nach Osten. Da, da, da. Ja. Osten. Auf nach Osten. Da, wo der Kommunismus stark ist. Naja, das lassen wir mal lieber. Gut. Ja. Hängt das Schwert immer noch link im Gesicht? Au, das sticht im Auge. Das Link da aber nichts gegen hat. Aber, na gut, Medoli guckt auch eisern nach vorne. Genauso wie der König von Hyrule. Wobei, ja doch, er kann sich natürlich bewegen. Ich wollte jetzt schon sagen, er ist ja starr, aber nein, ist er nicht. Gut. Dann sehen wir hier Luftstreifen und da ganz viele kleine Inseln. Moment, da ist ein U-Boot. Fahren wir da schon drin? Ich hoffe. Wenn nicht, dann werde ich da nochmal hinkommen. Aber jetzt habe ich da keine Lust drauf. Wir werden nämlich jetzt den Terra-Tempel betreten. Und da sieht man ein Kanonenboot. Und ich glaube, da hinten ist zwei Augenriff. Ja, müsste sein. Hier ist dieser Fisch. Bei dem habe ich diesen Ort hier auf der Karte eintragen lassen. Und was ist das da drauf? Ah, okay, Zwischensequenz. Und die Möwe hält in der Luft an. Medoli, lausche aufmerksam meinen Worten. Dieser Tempel ist ein gefährlicher Ort, an dem furchtbare Monster hausen. Sie haben den letzten Weisen das Leben geraubt. Befolge also bitte diese Anweisung. Wenn Link in deiner Nähe R drückt, dann folge ihm ohne Widerworte. Und wenn Link A drückt, dann vertraue ihm und knie dich hin, auf dass er dich tragen kann. Und du, Link. Wenn Medoli an einer Stelle im Tempel nicht weiterkommt, dann spiele den Touchstock das Musikstück, das du im Turm der Götter erlernt hast. Hast du mich verstanden? Oh, das habe ich so selten mit uns, das kann ich nicht mehr auswendig. Du beschützt Medoli, Link, und Medoli hilft dir. Ihr müsst unbedingt Erfolg haben, dem Master Shed wieder zu seiner alten Stärke zu verhelfen. Ja, sie verbeugt sich. Der König von Hyrule redet irgendwie weiter und ich hoffe, dass der Emulator jetzt nicht schlapp macht. Immer so ein bisschen Bange dabei. Ja, es klappt. Schön, okay. Ich glaube, jetzt müssen wir... Ja, immer wenn dieses Geräusch kommt, ist es richtig. Ich habe das Gefühl, beim Sechser-Takt muss man schneller reagieren. Aber ist auch ein Sechser-Takt, ist ja auch schneller so. Doch, müsste sein. Ja, und was jetzt gleich mit der Mauer passieren wird, das seht ihr. Da, 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 da. Ein sehr schönes Lied. Ein ziemlich überzogener Ton und die Mauer ist weggesprengt. Ja, manchmal sind Melodien also stärker als Bomben. Terra-Tempel. Und das ist das, wovon ich vor, ja schon, doch relativ langer Zeit redete. Gut, sie haben keinen Dialog. Ja, ich glaube, ich habe es in Vater Orcas Haus damals gesagt. Ich spiele ja mit Tastatur und dieser Tempel wird für mich ein großer Schmerz werden. Um euch mal die Steuerung zu erklären. Ich laufe natürlich mit WSAD, W nach vorne, S nach hinten, A nach links, D nach rechts. Ja, dann mit den Numpad-Tasten schaue ich mich um. Hier für die 4, für links, rechts umschauen, die 6, das... Also das Rauszoom ist die 5, Ranzoom ist die 8. Okay, das Inventar öffne ich mit H. J ist bei mir die Angriffstaste. K ist Anvisieren. Und mit K, Verbindung mit L, ist das Schild vor sich halten und anvisieren. Ja, und damit werden wir halt die Strahlen lenken müssen. Und ja, das ist sehr umständlich mit dieser Steuerung. Wobei es eigentlich sogar geht, aber das Problem ist halt, bei dem GameCube-Pad hat man halt diesen C-Stick und man kann viele verschiedene Raster, sagen wir mal, anvisieren. Hier ist ja durch die Taste Anschlag oder nicht, das heißt nur so, wie man hier steht, Grundposition oder halt Maximum. Und ja, deswegen wird mir das ziemlich große Qualen bereiten, aber ich werde das rausschneiden. Also ich werde mich an den Platz hinstellen und dann die Aufnahme wieder beginnen, wenn ich es soweit habe, dass ich direkt auf den Punkt ziele, den ich brauche.
Ja, gut, das ist soweit alles, was ich noch klären wollte. Dann werden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, denn irgendwie merke ich, die letzten Parts sind alle verdammt lang geworden, die letzten 8 Parts oder so. Aber naja, wie gesagt, soll euch nicht stören. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.